Am Freitag, 11. Juli, gab es eine Pressekonferenz am Virgel, bei der die Gründungsmitglieder des Vereins Zukunft Bozen darauf hinwiesen, welche Missstände es in Bozen noch zu bewältigen gibt. Anna Pittarelli verlas einen offenen Brief, den die Virgelbewohner selbst an die Bürgerinnen und Bürger und an die Gemeinde richten. Darin sprechen sie ihre Probleme im Alltag ebenso an wie die Einladung an die Gemeinde, den Virgel als Naherholungszone für die Bozenerinnen und Bozner zu erschließen. Die Bauern unter uns haben Transportmöglichkeiten. Es scheint so, als ob jede Almhütte in Südtirol die bessere Zufahrt hätte als wir. Alberto Stenico wartete mit Zahlen und Fakten über den Wirtschaftsstandort Bozen auf. Bozen steht still und das ist eigentlich eine Rückwärtsentwicklung. Quindi praticamente siamo fermi. Efi Seebacher-Cazzanelli, selbst Unternehmerin und Kauffrau in Bozen, übte scharfe Kritik an der Bozner Handelspolitik. Zum Wohle der Bürger, zum Wohle der Konsumenten, aber auch all jener Kaufleute reagieren, die nicht ein Geschäft unter dem Lauf haben. Paul Bacher zeigte anhand der Beispiele von Aufschneiderschule, Stadtbibliothek oder Stadtmuseum auf, wie die Stadt entweder gegen den Bürgerwillen oder für Stillstand entscheide. Elmar Pardella wunderte sich, wie man in Anbetracht der bereits bestehenden enormen Verkehrsprobleme ein Kaufhaus ausschreiben kann, das keine Parkplätze hat. Dies sind einige wenige Probleme, welche Bozen lösen muss. Unser Verein Zukunft Bozen, der schon über 1000 Mitglieder und Unterstützer hat, will ein besseres Bozen. Wir möchten Bewegung und neue Dynamik in die Stadt bringen, damit sie für die Menschen noch attraktiver wird. Das Potenzial muss genutzt werden.